Tschüss, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Über die letzten paar Jahre habe ich ja ganz viel Chambambis bekommen. Eigentlich so gut wie ausschließlich von euch. Und über die Jahre haben einige von diesen Sachen extrem an Wert gewonnen. Vor einigen Tagen haben wir schon im Stream reingeschaut und festgestellt, dass einige Sachen eben an Wert gewonnen haben. Aber das waren nur 3, 4, die wir uns angeguckt haben. Jetzt möchte ich da ein bisschen tiefer reinblicken. Und ich muss meinen Rank wiederholen, Schüssel. Bye weiße Blumen. Unser Ziel heute ist es herauszufinden, welcher Skin am meisten gestiegen ist. Wir fangen einfach mal beim Schmankerl an, bei meinem Kniftelchen und gucken mal, was das am Anfang und dann eben jetzt, also heute wert ist. Dafür gehe ich hier auf Lifetime und da sieht man schon, oh ja, was ist denn hier passiert? Guck dir mal den Sprung an. Von 300 einfach schon mal hoch auf 500. Flupp. Und dann ist es hier geblieben. Nicht schlecht. Also, die Sache war anfangs, und ja, hier sind leider keine Jahre verzeichnet, absolut dumm. Wir haben uns im Stream schon gefragt, was das sein soll. Warum steht hier Januar, Februar, März und so weiter? Aber es ist eindeutig über Jahre hinweg. Der Graph, da sollten eigentlich Jahreszahlen dabei stehen. Also, finden wir zumindest. Tun sie aber nicht. Also, wann wird das sein? 2016, 17, 18, so irgendwie. Ich meine, man kann ja einfach nachschauen, wann das Ding kam, aber so genau will ich es jetzt gar nicht wissen. Ich will nur gucken, wie viel es am Anfang wert war. Also, am Anfang stand es bei 278 Euro. Und jetzt am Ende steht es hier oben bei einem Peak. Aber den schauen wir uns nicht an, weil das geht noch ein Stück runter. Bei 1788. Aber im echten Leben, ich gehe dafür mal auf monatlich, hier ganz hinten aktuell 1169 und im Schnitt, im Schnitt würde ich sagen, also wenn wir hier 1300 haben, 1200, 1400, 1200, sagen wir einfach 1250 ist es so aktuell wert. Natürlich ist hierbei nicht die Färbung mit einberechnet, also das Pattern. Ich nehme an, dass es wahrscheinlich dadurch bei 1250 500 steht oder 1400, so irgendwie. Wir nehmen jetzt aber trotzdem mal 1250 an und können fast sagen, dass es um 1000 Euro gestiegen ist. Also es war fast bei 250 Euro, 278 und ist jetzt bei ja, knappen 1250. Also das Knife ist in diesen Jahren um 1000 Euro angestiegen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon der Gewinner, nehme ich an. Das ist ziemlich fett. Was mich persönlich direkt interessiert, ist die Neon Rider. Da kommt mir es nämlich so vor, als wenn sie gar nicht so extrem gestiegen wäre. Oh, ja, die ist sogar gefallen. 120 Euro am Start und jetzt steht sie bei 62. Können wir gehen nochmal beim monatlich rein. Ja, sagen wir 62 oder 65. Ja, 65. Das haben wir ja auch immer gemerkt. Immer wieder, wenn wir über Preise gesprochen haben, also dass die Preise gestiegen sind, wenn ihr in den Stream kamt. Pablo, hast du schon gesehen, das ist alles wieder teurer geworden. Dann gucke ich oft, hoppala, na jetzt habe ich es halt ausgewählt. Dann gucke ich oft bei der Neon Rider rein. Ich finde, es ist einfach ein extrem geiler Skin und ich denke jedes Mal, der steigt bestimmt, aber steigt nicht. Was aber gestiegen ist, oder welche gestiegen sind, sind die Vulcans. Die Vulcans sind auf jeden Fall angestiegen, zu 100%. Also sie sind angestiegen, okay, ja. Ich habe aber nicht gewusst, dass sie so einen hohen Start hatten, bei 180 Euro. So plus minus. Aber gut, hier, also das war so der Preis, den ich im Kopf hatte bei den Vulcans. So 40 bis 60 Euro ungefähr. So hatte ich die in meinem Kopf abgespeichert. Und jetzt stehen sie bei 298 Euro. Das ist schon echt not bad. Das ist ein guter Anstieg, auf jeden Fall. Also es ist auch ein solider Skin. Der sieht einfach schick aus. Jetzt gehe ich mal stark davon aus, dass diese Neon Rider auch nicht großartig gestiegen ist, weil das halt wohl der Neon Rider Fluch ist. Ja, guck mal, da auch einfach Fall. Gestartet bei 40 Euro, geendet bei 12. Und ich glaube auch, dass die Hyper Beast sich nicht wirklich bewegt hat über die Jahre. Oder? Oh, shit. Oh, ordentlich. Wobei, als ich sie gezogen habe, das darf man nicht vergessen, war sie bei 60 oder 70 gestanden. Und wenn man das aus dem Winkel betrachtet, ja, okay, doch. Also, sie ist generell bei so, gut, das ist jetzt halt on the stat track, bei 330, 340 gestartet. Ich habe, das ist eigentlich ein schlechter Vergleich, weil ich habe halt, eigentlich darf ich gar nicht nach der stat track gucken, sondern nach meiner gezogenen, nicht Stat Track, die hier, hier ist sie. Die habe ich damals in einem Case-Opening gezogen und die stand, ja, guck mal, okay. Hm? War trotzdem bei 130 Euro. Ich habe sie damals gezogen bei 60. Wahrscheinlich war es ungefähr hier, als ich sie gezogen habe. Und da dachte ich noch, oh mein Gott, not bad. Und dann ist sie richtig gut runtergefallen. Guckst dir an, wie sie wirklich lange am Boden war. Und auch nach wie vor eigentlich, ja, nach wie vor am Boden ist. Ne? Also ich meine jetzt hier 40, 50 Euro. Oder sagen wir 50 Euro, ist jetzt auch nicht insane. Dafür, dass es halt eigentlich so ein geiler Skin ist. Also ihr wisst ja, Hyper Beast ist meine absolute Lieblings-Skin-Reihe. Und dafür, dass es mein Lieblings-Skin ist. Was kann die M4? Ist die auch so krass am Boden? Lifetime? Ajo. Kurz am Anfang 160, aber sofort gefallen auf 90. Und jetzt steht sie bei
20, okay. Ich habe sehr viele Skins hier, die ich auch null einschätzen kann, weil ich die von euch geschenkt bekommen habe. Also so wie das meiste hier, aber damals auch nicht großartig nach dem Wert geschaut habe, sondern mich einfach nur gefreut habe, dass ich das bekommen habe und fertig ist. Zum Beispiel diese Bass Lightning, aka Buzzkill, die, ja, da habe ich überhaupt kein Auge drauf. Die steht bei aktuell bei 11 Euro Lifetime, war sie mal bei 114, aber sagen wir mal direkt bei 60, obwohl das ist schon so stark gefallen, bei 40 so. Ja, also die habe ich, wie gesagt, das sind solche Sachen, die hat man halt nicht im P90 Noob, ich glaube, es geht los. Die hat man halt nicht so im Blick, die Teile. Asimov ist aber schon, ist schon beliebt. Guck mal, dafür eine P90, 60 Euro Lifetime. War sogar mal bei 317, aber hier am Anfang so 100, 150. Es wäre, wie gesagt, extrem gut, wenn wir hier einen Zeitintervall hätten. Wenn hier Jahre stehen würden und nicht 3. Juli und 26. August von unterschiedlichen Jahren. Was soll ich damit anfangen? Weil es sind ja eindeutig Jahre, die hier ins Land gehen. Und ich habe dann hier solche 5. Februar. Oh, schön. Kann ich hier irgendwie näher? Enhance it! Geht nicht. Also bei den Gloves weiß ich auch nicht genau, wie das so ist. Als mir Sneedle die aber zum Beispiel geschenkt hat, waren sie schon bei, ja, so 350 Euro gestanden. Jetzt gehen wir Lifetime mal rein. Oh, guck mal da, die sind sehr wertstabil. Was ich mir auch noch gedacht habe, ist, dass es recht sinnvoll sein könnte, wenn wir hier auf Newest gehen und dann somit hier nach ganz unten runterzwitschern, um sich hier meine ältesten Skins ever anzuschauen, um da zu gucken, was die eben, weil die auch schon Jahre bei mir im Inventar liegen, wie die gestiegen sind. Ich meine, klar, die neuesten haben natürlich auch ihren Anstieg, aber die zum Beispiel liegt halt noch gar nicht lange bei mir im Inventar. Also es ist dann nochmal ein anderes Feeling, als bei den Teilen, wo man weiß, okay, ich habe jetzt diese Golden Coil wirklich vor 6, 7 Jahren bekommen und während sie im Inventar dahin gereift ist, ist sie eben dann teurer geworden. Wir könnten mal direkt gucken, ob die überhaupt teurer geworden ist. Golden Coil, sag mal an. Oh, naja. Das ist kein gutes Beispiel. Also, dieser Skin hier ist sicherlich nicht der allererste Skin, den ich geschenkt bekommen habe, aber er gehört natürlich zu den ersten Skins. Damals habe ich auch schon Giveaways gemacht und viele Skins, die halt davor waren, sind dann eben über die Zeit weggegangen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass dieser Sandstorm und auch diese Clickety und auch diese Supernova wirklich vom Anfang sind. Also, die sind tatsächlich schon sehr, sehr alt. Die liegen bei mir ewige Zeiten im Inventar. Natürlich müssen wir hier in diese Ikone reingucken. Die wird an sich nicht viel wert sein, aber wir schauen mal, ob sie trotzdem über die Jahre irgendwie wie großartige Veränderungen gehabt hat. Nicht wirklich. Von, ja, sagen wir mal, ganz kurz 2 Euro runter auf 88 Cent, 1 Euro. Ist jetzt nichts Besonderes, außer man setzt es halt in Relation und sagt, eben jetzt speziell diese Waffe ist um die Hälfte gefallen, von 2 auf 1 Euro, ne? Dann ist es natürlich dann mal anders zu betrachten. Aber so wie ich euch kenne, geht es nicht um solche Geschichten, sondern ihr wollt wissen, wie viel 1000 Euro ist, was stiege. Gut, ich soll hier vielleicht nicht beim Klimpergramm rumkacken. Obwohl es natürlich auch diverse Blueskins gibt, die überraschenderweise sehr viel wert sind oder sehr viel wert sein können. Ihr wollt ein Beispiel? Incoming. Diese Ocean Man zum Beispiel. Okay, es ist ein Purple Skin. Aber diese Ocean Man Number One High ist bei Sammlern, das haben wir gerade letztens im Stream wieder besprochen, schon einiges oder kann einiges wert sein. Natürlich sagt Steam mir jetzt hier nicht großartig, dass die viel wert ist, weil Steam logischerweise das Pattern nicht erkennt. Steam sagt jetzt hier, Lifetime übrigens bei 2 Euro gestartet und am Ende 109 und am Ende stehen wir bei 6,54 Euro. Ein guter Anstieg. Aber wie gesagt, mit diesem Pattern dann zum Beispiel wäre diese, wo man halt ich merke mir leider nie die Zahlen, die dann im Stream umhergeworfen werden, wobei man auch immer so eine gewisse Unsicherheit dabei hat. Ne? Der eine sagt 150 Euro, der nächste sagt 200 Euro, dann wieder einer sagt ja 60. Also ich würde einfach mal sagen, so zwischen 100 und 200 Euro ist die wohl bei einem Sammler wert oder kann die wert sein. Und sowas sieht man eben den Skins auch nicht an. Ne? Dasselbe zählt auch für die Sun in Leo. Das war zumindest früher was, also vor Jahren. Da wurde mir dann gesagt, dass die, guck mal da, 19 Euro und es ist ein hellblauer Skin. Ne? Also einfach nur von dieser Markierung her, die ja sowieso oft Hanebüchen ist, wie wir alle wissen. Ne? Also manche Skins sollten auf jeden Fall viel schlechter gewertet werden und andere viel besser. So wie dieses Hanne-Leo, die könnte locker ein Purple Skin sein, auch vom Aussehen her. Oder halt zumindest ein normaler Blue Skin. Sowas kann auf jeden Fall verwirren. Und wenn man jetzt hier reinschaut, die hat auch einen ganz guten Anstieg. Also sie steht jetzt bei 19,63 Euro. Und als ich sie damals bekommen habe, war sie bei, oh guck mal, die war sogar bei 26, stand sie bei 6 Euro. Und ich habe damals, ich glaube, ein Giveaway vorbereitet und habe noch einen Filler-Skin gesucht. Also einen kleinen Stinke-Skin. Also vom Preis her ein Stinke-Skin, nicht vom Aussehen her. Deswegen hätte ich die auch genommen, weil die gut aussieht. Aber wenn ich halt schon einen Skin habe für 15 Euro oder sowas im Giveaway, dann ist der zweite Skin meistens ein Skin, der maximal 1 Euro oder sowas wert ist. Eher weniger. Der aber trotzdem gut aussieht, klar. Und die Sun in Leo hätte ich damals nehmen wollen. Dann habe ich gesehen, oh, die ist 6 Euro wert. Die kann man ja fast
als Prachtstück in ein tägliches Giveaway reinhauen. Also so ein Ding gewinnt man gerne. Schönes Teil auf jeden Fall. Und ich weiß, das habe ich im Stream schon tausendmal gezeigt, schon wirklich tausendmal, die Cinque Dea, das ist so ein Skin, da ist das Wachstum auch wirklich insane gewesen. Kurze Story, wir haben ein Case-Opening gemacht im Stream, also Community-Case-Opening, alle gemeinsam, und ich habe nur Scheiße gezogen. Dann kommt Gurkenplay, der alte Ehrenmann, und sagt, Babla, ich habe dir einen Trade geschickt. Und in dem Trade war die hier drin. Und ich habe den Trade angenommen und mich bedankt, in dem normalen Umfang, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann meint der Chat auf einmal, also ich glaube im speziellen Saikusa, er meint, ey, ich glaube, die ist ein bisschen mehr wert. Und dann schaue ich rein und damals war die 50 Euro wert. Wenn man bedenkt, dass wir gerade ein Case-Opening gemacht haben, bei dem ich irgendwie aus 100 Euro 5 Euro gemacht habe, war das schon natürlich geil, dass ich dann da einfach 50 Euro praktisch zurückbekommen habe von Gurkenplay. Also ich habe mich ultra gefreut, wie ein Schnitzel. Und Jahre später heißt es auf einmal, Alter, guck dir mal die Cincinnati, Cinco Dea, guck mal rein. Die ist ein bisschen angestiegen. Und damals war sie kurz auf einem All-Time-High von, also da steht sie jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es waren 700 oder sowas. Also meine ich. Ich glaube sogar, dass sie auf Skin Baron für 1000 drin stand. Für eine gewisse Zeit, mittlerweile nicht mehr. Behaltet in Mind, die war damals, als ich sie bekommen habe, 50 Euro wert. Und im Moment steht sie bei 398, also 400 Euro. Und sie war zwischendurch, also wir gehen mal auf Lifetime, sie war zwischendurch bei 800 Euro gestanden. Überleg mal, alleine hier, ich meine, selbst jetzt ist sie ja nicht so arg weit von 500 entfernt, ne? Wenn man sich diesen Verkaufspreis und diesen Verkaufspreis so anschaut. Vielen Dank, Sarasi. Vielen Dank, Sarasi, für deine Verfolgung. Wenn jemand von euch auf Twitch folgt oder abonniert oder sowas und ich nicht live bin, kommt trotzdem der Alert. Okay, wieder jemand Neues im Stream. Wir sehen uns morgen, Sir Rassi. Wir sehen uns morgen ab 18 Uhr. Ja, also wenn man jetzt hier so freundlich ist, kann man sagen, komm, 500 Euro hier, ne? So. Und die war bei 50, als ich sie bekommen habe. Also hier so in dem Bereich. Das heißt, die ist um ihr Zehnfaches gestiegen. Also da stinkt selbst das Knife noch ab. Das Knife müsste auf 2500 Euro kommen, um einen zehnfachen Anstieg zu haben. Ne? Die ist also nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis aktuell, so wie ich es eben selbst überschauen kann, das am krassesten angestiegene Item ever in meinem Inventar. Ach so, und was auch noch ein besonderer Skin ist, aufgrund eines Stickers, der draufklebt, das da sagt mir Sneasel immer an, dass er die haben will, ist die AK-47 Redline mit dem roten Tötenkopf drauf. Also der Cronsticker wird nicht mit reinberechnet hier, wenn ich in den Markt reinschaue. Aber die Redline an sich ist ja dennoch, ich glaube, die ist recht stabil. Ne? Klar, die war am Anfang kurz hier mal bei so 40, aber sonst ist die, ach ja, nö, die steigt auch gerade wieder an. Ja, aber durch den Crown-Sticker ist sie natürlich, wenn man sie verkaufen würde, halt dann an jemanden ein bisschen mehr wert. Ich weiß nicht, inwiefern der sich auswirkt, dieser Crown-Sticker. Ich kann mal ganz kurz gucken. Also er steht jetzt hier auf Steam bei 647 Euro drin. Also der Sticker so, wenn man ihn eben kauft. Aber wenn er aufgeklebt ist, verliert er natürlich sehr an Wert. Oh, das wäre übrigens auch mal interessant, was der am Anfang wert war, der Crown-Sticker, oder? Guck mal da. 6 Euro. Shit, dude. Zwischendurch bei 1300, die Leute, verrückt. Wer kauft denn sowas? Achso, und ein Skin wollte ich noch gucken, die Whiteout. Guck mal da. Die ist nämlich, glaube ich, auch fett angestiegen. Oh. Alter Falter. Pff. Die ist jetzt natürlich nicht auf einem insane krassen Preis. Aber auch hier könnte man wiederum sagen, 1 Euro, jetzt 14 Euro, 14-fache. Zum Ende hin schauen wir uns jetzt noch meine hässlichste, aber ich glaube teuerste P90 an, die ja bei mir hier eben rumliegt. Und zwar die P90 Emerald Dragon. Die liegt aktuell bei satten, ja, 110, 120 Euro. Wir gucken mal kurz hier rein, Lifetime. Die startete bei 27. Ja, und ist jetzt halt bei 120. Oh, hier 602, da wollte aber jemand ganz dringend das Teil auch, du Scheiße. Und da können wir jetzt ja auch gepflegt ins Bettchen gehen, meine Damen und Herren. Oder in den Stream. Ich bedanke mich hier bei euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Falls ihr noch spezielle Skins haben wollt, die ihr jetzt gesehen habt, die ich nicht überprüft habe, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann reiche ich nochmal was nach. Ich bin jetzt hier bei der Rohaufnahmezeit schon bei 40 Minuten. Und ich kenne euch ja, ihr wollt sowieso nicht so lange Videos sehen, von daher ist das jetzt auf jeden Fall zu unterteilen. Falls ihr noch irgendwas sehen wollt, mein Inventar ist auch öffentlich, ihr könnt selbst reingucken und euch ein paar Dinge raussuchen oder halt einfach selbst nachgucken. Okay? Sehr schön. Danke fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Viewer Games, Giveaways und so weiter und so fort. Aktuell haben wir auch ein Knife-Giveaway. Also rankommen, meine Damen und Herren. Rankommen.
mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram.